Ja, ich bin am ersten Tag dort angekommen und ich mag mich daran erinnern, dass wir ein Goodie-Bag bekommen haben. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, weil man hier der Kopf ist. Was ich aber sicher weiss, ist, dass ich dort mal eine andere Führungskraft war, als ich heute. Und ich bin dann mal reingesessen und es war wirklich recht vollgepackt. Dann auch. Ich bin dann auch so aufgeregt wie mir. Grossartig, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Ich kann mich nur anschließen. Es war wirklich ausserordentlich, hier reinzulaufen und zu wissen, hey, heute ist der Tag. Und heute sind wir alle da für den allerersten Moment, um den Studiengang gemeinsam zu starten. Ihr seid Pionier. Executive MBA Digital Leadership ist hiermit offiziell gestartet. Genau. Mein Name ist Valerie Thummen. Ich bin der Tobias Lindeke. Ja, ich bin der Thomas Bosshardt. Ich arbeite bei der SVA St. Gallen, dort in der Abteilung ICT als stellvertretende Leiterin. Bereichsleiter Arbeit bei der Stiftung Heimstetten-Wil. Ich arbeite bei der Firma Oertel Instrumente in Berneck, das ist unser Familienbetrieb, verantwortlich für den ganzen Bereich Marketing und Verkauf und Produktmanagement. Ohnehin, ob man bei der Firma Oertel arbeitet oder irgendwo auf einer Welt. Unsere Welt ist so eine Transformation, dass man hier die Leute mitnehmen und die ganze Belegschaft mitnehmen. Und das war so ein Hauptgrund, warum ich mich angelohnt habe für den Studienlehrgang. Als wir Krise hatten, vor einem Jahr, war es wirklich schlimm, wo alle Operationszellen stillgestanden sind, ist hier bis unter die Decke genagelt voll. Und jetzt brummt es wieder richtig. Da geht auf Pakistan, OptiSearch. Auch, was haben wir hier noch? Da geht auf China, Suzhou geht auf China. Davana, da geht in Iran. Davana, ja, sensationell. Österreich haben wir auch noch hier. Perfekt. Angefangen haben wir den Studiengang mit einer Übersicht über die verschiedenen Technologien, die die digitale Transformation der Wirtschaft vorantreibt. Kernthemen waren Internet of Things, Industrie 4.0. 4.0 steht für diese vierte Revolution. Artificial Intelligence, Blockchain und schlussendlich auch Virtual Reality und Augmented Reality. Ein Schlüsselmoment für mich war sicher, das war am ersten Tag, als wir unterwegs waren in der ETH Robotics Lab, wo man einfach mal gemerkt hat, wie sich Technologie entwickelt und das richtig spürbar wird. Und am Nachmittag waren wir bei der IBM bezüglich Quantencomputing und künstliche Intelligenz und so, Cybersecurity. Und da ist eine Welt aufgegangen für mich, die fassbar wurde, wo ich merkte, was hier abgeht. Am nächsten Tag waren wir schon beim CERN. Und dort habe ich angefangen zu verstehen, was wirklich exponentielle Beschleunigung bedeutet, was sie echt bedeutet, echt spürbar, dass es am eigenen Leben so richtig zuerst mal erfahren konnte. Und da war mir eigentlich Zeit, dass es unser Unternehmen gar keine Digitalisierungsstrategie braucht, sondern wir brauchen eine Unternehmensvision und eine Unternehmensstrategie, die passt und wirksam ist in dem digitalen Zeitalter, wo wir voll drin sind. Als ich mich für den Studienplatz beworben habe, hatte ich schon eine Idee, was ich in der Innovation Challenge umsetzen möchte. Im Studium selber tauchte dann Valerie auf, und von der SVA und kam mit der Idee, einen gemeinsamen Innovation Challenge zu machen im Bereich Integrationsmaßnahmen. Das ist was, was unsere beiden Organisationen jetzt schon verbinden. Da hat sich natürlich die Gelegenheit, dass der Tobias von der Stiftung Heimstetten-Wil dort dabei war, als super AG. Und hat gesagt, das muss ich nutzen, also zumindest muss ich ihn fragen, ob er Interesse hat, um etwas zusammen zu machen. Dann machen wir einen kurzen Break, weil nachher geht es eigentlich schon in die Pitch-Session. Das ist irgendwo Kern, dass am Schluss vom heutigen Morgen zumindest alle Ideen kennen. Wir können zusammen gleichzeitig gamen über die Plattform hinein. Und der grosse Vorteil ist, weil viele meine Netflix shared heute ja schon Abos, ich kann ja das machen. Und wir machen uns Gedanken, hey, was gibt es für Optimierungen, was gibt es für andere Ansätze, andere Geschäfte.
über 200'000 Menschen, die IFA beziehen. Wie schnell das da gehen kann, haben wir zum Beispiel ein Beispiel von Burnouts, wo Evelyn vorgekommen hat. Ja, nach den ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, an dem ersten Tag, wo wir unser Projekt vorgestellt haben, dass man eigentlich gar nicht richtig versteht, um was das geht. Das hat uns dann auch ein bisschen begleitet, weil wir haben ja müssen einen Abschlusspitch vorbereiten. Und ja, also ich glaube, jetzt sind wir recht gut dran. Jetzt ist hier noch das Bild. Das Bild. Aber da brauchen wir jetzt eigentlich nicht zum Schieben. Nein, ist gut. Machen wir in der Probe durchlaufen. Jawohl. Dann sagen wir haben eine digitale Vision für das Ökosystem, wo wir euch Vertreter aus der Wirtschaft heute präsentieren. Ja. Du darfst einen Fachbegriff reinbringen. Also du stehst ja da dafür. Also, ja. Das darf man mal hören, dass es das gibt. Wir sind einfach das Zeug immer und immer wieder durchgegangen und haben auch wieder daran gefeilt. Wir haben auch eine Gruppe gehabt, wo wir zusammen geschafft haben in der Innovation Challenge. Dann haben wir auch den Pitch wieder geübt. Kurz gefasst ist unsere Innovation Challenge eine Unterstützung von Jobcoaches, Sozialarbeitern und Menschen, die wieder im Arbeitsmarkt einsteigen wollen, indem die dortigen Abläufe digital unterstützt werden. Da muss ich sagen, es ist mit echten Personen, nicht, dass die meinen, irgendwie eben zwei Beamte oder Beamtin haben in der Realität etwas zu Boden gebracht. Das ist schon schlimm. Ich bin bei der SV St. Gallen tätig. Das ist eine öffentlich-rechtliche Organisation. Ich würde es jetzt nicht gerade als innovativste Umfeld bezeichnen. Da sage ich, glaube ich, nichts Falsches. Und ich sehe wirklich den Hauptgrund in dieser Stabilität, die wir haben. Das System funktioniert. Und wieso muss man ein funktionierendes System ändern? Was sicher nicht vorhanden ist, ist ein System, wo man übergreifend jederzeit überall zugreifen kann. Man kommt dann immer wieder so Barrieren vorne angelegt. Es können so viele Leute mitreden oder bis und mit ihr alle können mitreden. Da kann man eine E-ID nehmen, die es jetzt einfach nicht gibt und halt viele Projekte, die man dann irgendwie darauf aufbauen auf da basieren. Ja, das macht es nicht so einfach in einer Firma, wo man halt selber entscheiden kann. Wenn man nicht sich immer wieder motivieren kann und sagen, ja gut, jetzt müssen wir halt einen neuen Weg finden, dann ist es einfach schwierig. Und wenn man sich wieder die Innovationskraft, zum Beispiel durch die Weiterbildung, die man macht, kann wieder reinholen, wenn man sich mit anderen Leuten austauscht, auch extern, die vielleicht in anderen Umfeld unterwegs sind, wo vielleicht schneller vorwärts geht, dann kann man sich wie immer wieder motivieren, um dort reinzukommen. Also, als ich gehört habe, dass da von 20 nicht dürfen, 5 auftreten von uns, da habe ich gesagt, ja, das ist Firma Örtli, ist die ganze Belegschaft hinten dran. Wir haben eine tolle Message, ein cooles Thema möglicherweise, ich muss auf die Bühne. Das ganze Covid-Thema hat viele Momente geprägt. Ein so ein Moment war in der Vorbereitung von TEDx HWZ, wo eigenständig von der Klasse organisiert wird. Ursprünglich war unisono klar, es wird ein physischer Anlass. 3 Monate vor dem Event hast du aber gemerkt, sind sie sich nicht mehr einig gewesen. Und dort hat es einmal einen Schultag gegeben, der brutal intensiv war mit diesen Diskussionen. Da waren verschiedene Haltungen entstanden, die immer mehr zu Spannung geführt haben. Und ich habe dann angeboten, habe gesagt, ich hätte eine Methode zur Verfügung, ob sie bereit wären, sich darauf einzulassen. Und auf ganz eine andere Art und Weise mit der Methodik vom generativen Zuhören, wo ich zuerst gedacht habe, was ist jetzt da wieder für ein Habakuk? Ja, habe dort so eine kleine Eingabe gemacht, wie bitteschön zugehört werden soll. Also wirklich so dieses Interesse auf das zu richten, was die Person ausdrücken möchte. Und für mich noch ein absolut Schlüsselerlebnis geworden ist, wie man so die ganze Klasse da eigentlich wirklich aus meiner Sicht extrem können auf die Schiene aufbringen. Erzählen, dass das neue Haus vorne einen Stromausfall hat. Was nimmt man los? Alles klar. Bitte.
Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation. Hey Rami, ich bin's, Tobi. Lass schnell. Du im Chat eine Nachricht schreiben, wie zum Beispiel Wow, we start oder irgendetwas so und dann pingen. Well, let's learn about bringing back light into people's life. Thomas, the stage is yours. Please close your eyes. And please do not open your eyes until I tell you any different. Ich habe gerade Hirn und Haut. Ja, das ist schon geil gewesen. Nein, das ist Game Day, oder? Das ist ein super Erlebnis gewesen. Dann haben wir ja das mega tolle Feature gehabt, dass wir einen Teil vom Ticketpreis für Blindheit Welt, im Kampf gegen Blindheit weltweit können einsetzen. Da hätte ich nie gedacht am Anfang von dem Studium, dass das so einen Steigerungslauf macht. Als wir in Laax waren, hat Daniela Landherr ein Planspiel, das sowohl Outdoor als auch Remote stattfand und wo wir gezielt in Rollen eingeteilt wurden in einem Unternehmen, das den Auftrag hatte, für einen Stargast ein Nachtlager zu bauen. Wir brauchen das Bett und der Unterstand, der soll quasi die Bank und das Bett abdecken und der muss wasserfest sein. Genau. Gibt es sonst noch weitere Informationen, die ihr irgendwie von euren Liedern bekommen habt? Und ich hatte die Rolle, Feuerholz zu besorgen, damit wir da Feuer machen. Und war in der Hierarchie das unterste Glied in der Kette. Das Feuer bringen wir einfach an global an, weil Pap schon hoher weit ist mit dem ganzen Plunder und so. Und die hohe Bank schauen wir am Schluss an. Die bringen wir dann schon noch an irgendwie mit. Alltag ist oben. Wir wären eigentlich fertig. Jetzt ist die Frage, ob wir euch schnell in eine Zoom-Session reinnehmen, damit ihr es sehen, alle zusammen. Die Klasse als Gruppe hat immer wieder die Möglichkeit geboten, Führung und Methoden anzuwenden und dann von Führungskräften ein Feedback zu bekommen. Das fand ich ein besonders wertvolles Lernsetting. Hey du, wie im Appenzellerland. Ist aber noch, ist wirklich noch bequem. Also wir haben am letzten Tag, am zweitletzten Tag ist es gewesen, haben wir ja am Morgen haben 4 Personen aus der Klasse einfach nochmal so persönlich ihre Reise reflektiert. Und wir laden 4 Personen ein, die in einer Fishbowl dann, das nochmal reflektieren, vielleicht auch nochmal so ein bisschen Probing machen, ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen stüpfeln. Ich bin jetzt in der Lage, nicht einfach nur den Teil zu vom Weg, oder dahinter siehst du gar nicht mehr, wenn du da stehst, sondern ich bin immer noch ziemlich weit hinten oder nirgends, aber von einer anderen Perspektive, wo ich weiss, was der Weg könnte sein. Wie bin ich zu dem gekommen oder was habe ich gemacht? Ich habe versucht, für mich auch so ein persönliches Manifesto zu machen. Und auch das andere, so das Persona Intelletto Fari ist auf Italienisch. Das ist bei mir einfach, wenn ich es auf Englisch oder auf Deutsch schreibe, löst es nicht das Gleiche aus. Und da hat so enorm viel Tiefgang gehabt. Und als ich jetzt hier nochmal zurückschaue, ich habe lange nicht mit allen gleich viel mich austauscht. Aber das sind so viele Menschen, die man irgendwie so stark dürfen spüren über die anderthalb Jahre mit den Human Beings, die sie einfach sind. Mit all den Beiträgen, die jeder gebracht hat, da ist
einfach ein ganz grosses Geschenk für mich. Mein Ziel war, dass jeder eins kriegt. Und ich bin am Schauen, ob alle eins gekriegt haben. Und du willst es noch? Aber nicht wissen, von wem es ist. Also es ist gelungen, dann den Lernfeld zu generieren, in dem die unterschiedlichsten Journeys möglich waren. Es war sehr spannend, so diese Unterschiedlichkeit von mir eher jetzt aus dem Sozialwissenschaftlichen kommen im Vergleich zu jemandem, der eher aus dem Technischen kommt und wie wir da sozusagen durch und in demselben Feld unsere Lernerfahrungen machen konnten. Wo es mich jetzt noch genau hinführen wird, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber ich bin auf jeden Fall bereit, die Art oder die neue Art von Führung, die neue Art von Leadership in die Welt rauszutragen. Sicher zuerst mal vielleicht in die Schweiz rauszutragen und auch in meinem Umfeld weiterzugehen. Das nächste wird für mich die Auswertung des MVPs sein im August, wo wir dann die Beteiligten interviewen, wie sie die letzten Monate mit diesem Instrument erlebt haben. Also da ist unmittelbar aus dem Studium etwas entstanden, was direkt so weiterläuft. Da kommt noch der ganze Neubau da. Hinten drauf, da siehst du noch nichts mehr. Back! Ah, das wird super. Das wird super. Nicht im Ausland, in der Schweiz. Ich komme da so gerne ins Rintal in diesem Unternehmen arbeiten, weil ich will Arbeitsplätze schaffen in der Schweiz. Nur stehen wir in einem knallharten internationalen Wettbewerb. Und da müssen wir einfach vorne dran sein. Da müssen wir voran sein, da müssen wir vorausgehen. Es wird immer schneller, es wird immer kompetitiver. Wir müssen die richtigen Kundenlösungen bringen einerseits. Wir müssen die schlank organisieren, wir müssen clever produzieren. Und da glaube ich, dass einfach einerseits die technologischen Tools vom digitalen Zeitalter unglaublich viel bringen. Und wenn man dann auch noch uns richtig wandelt drinnen und den Wandel annimmt, dann kommt das extrem gut. Und ich glaube einfach, dass das Studium mich einerseits bestätigt hat auf dem Weg und andererseits einfach noch mal ganz viele Perspektiven aufgemacht hat, wie man das erfolgreich gestalten kann.